Und mit den paar Koffern, die wir dann mitgenommen hatten und über die Avus geschleift haben, die wurden dann, weil ja die S-Bahn an das Grundstück grenzte und die S-Bahn war von den Russen beschlagnahmt, infolgedessen haben die uns die Koffer auch noch geklaut. Dann war nur wenigstens alles weg. Das heißt, wir sind dann haben wir angefangen, die Tante bei den Amis zu arbeiten. Und ich habe irgendeinen Kurs mitgemacht für Englisch-Stenografie und habe dann auch bei den Amis hier in Onkel Toms Hütte oder irgend sowas gearbeitet. Und die Tante ging dann nach Stuttgart, um dann da mit ihrer Mutter wieder zusammenzuziehen. Und ich blieb hier noch alleine. Und mein Vater war noch in Gefangenschaft. Und dann hieß es plötzlich, das Kind, ich war über 20, alleine in Berlin, das ginge nicht. Und dann kriegte ich Brandbriefe, ich müsste also auch nach Bayern. Und ich, Idiot, hab's gemacht. Ich habe hier also meine Berliner Seele verabschiedet und bin also wirklich in München erschienen. Und dann ging die größte Misere los. Denn in Bayern, irgendwo auf dem Lande, saß ja nur die Stiefmutter und hatte beantragt Familienzusammenführung, damit ich wenigstens Lebensmittelkarten kriege. Nicht? Denn sie hatte ja nun 3 Kinder, ein kleiner Junge, der war ja erst 2 Jahre oder wie alt. Und das Wichtigste war immer die Fresserei, mit Verlaub zu sagen. Sie kriegen ja also jetzt wirklich alles serviert. Mhm. Und daraufhin war da noch so ein alter Nazi in diesem Unterwissen, heißt dieses Kaff bei Marquardtstein. Und als Mama also diesen Zuzug beantragte, kriegte ich, und das Schreiben habe ich jetzt aber weggeschmissen, gibt es ein Schreiben von dem Herrn zuständigen Gemeindevorsteher, die Familie Gericke sei ja keine echten Flüchtlinge, sie seien wieder nach Berlin zu deportieren. Wunderbar. Nicht? Und daraufhin habe ich also gesagt, Mama, die sagte, na, du kannst doch hier bleiben und wir werden dich schon durchfüttern. Ich habe gesagt, nee. Also hier, ich habe einen Job in München, ist mir ganz egal, aber ich muss Geld verdienen. Und bin nach München und habe dann 4 Wochen keinen Zuzug, ich habe keinen Zuzug mehr gekriegt. Die Amis durften es nicht mehr. Bin immer jeden Morgen um 5 auf die Zuzugstelle, nichts. Ich habe auf der Straße gewohnt, ich habe geklingelt. Also das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und dann als Berlinerin in Bayern. Nicht? Und ich mit meinen letzten Klamotten über dem Arm, ich habe dann mal in einem Hotel gewohnt, da durfte man nicht länger als 8 Tage bleiben. Und dann musste man wieder ausziehen. Und ach, also diese Zeit werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Und dann kriegte ich endlich eine Bude. Irgendwo am schlimmsten Ecke von München. Und da war nun ein Ehepaar, die tat mir natürlich leid, aber ich tat mir selber leid. Denn die hatten ein extra Zimmer, du musstest das ja immer angeben. Wer hatte noch Wohnraum? In allen Städten war ja Zuzugssperre. Mich, also es war ja überall, war ja alles ausgebombt. Und nun, die hatten ein Zimmer angegeben und wollten eine Schneiderwerkstatt machen. Und nun kommt ein Berliner Kind, um da einzuziehen. Die haben mir das Leben zur Hölle gemacht. Dieses Zimmer bestand aus einer lila kaputten Tapete. Da waren ein paar Nägel drin. Das war der Schrank. Und da gab es einen Stuhl und da stand ein Eimer drauf. Das war das Waschgelegenheit. Und dann ein Klapperbett. Und das war's. Und die Glühbirne, 15 Watt, wurde um 10 Uhr abends rausgeschraubt. Und da habe ich zum ersten Mal geheult. Da habe ich gesagt, jetzt geht die Scheiße weiter. Dann konnte ich also noch in eine bessere Gegend ziehen. Und dann war ich im Segelclub. Das war ich mal als Kind im Tutzinger Segelclub und im Starnberger, im Chiemsee Segelclub. Und dann war ich also in dem, das war der eine schöne Sommer. Und in der Zeit sagte eben Tante zu mir, die ich dann wieder getroffen hatte, Kind,
war ja schon erwachsen, aber sie sagte, bewirb dich beim Auswärtigen Amt, aus Deutschland wird nichts mehr. Die hielt immer die Hand über mich sozusagen. Es gab noch gar kein Auswärtiges Amt, aber ich bin nach Bonn gefahren. Ich habe gesagt, was könnt ihr mir bieten? Und bieten gar nicht. Du kannst ja nur höchstens fragen. Und ich war also wirklich 4 Monate später bei der ersten Vertretung in New York als Sekretärin im Generalkonsulat. Das fing dann erst neu an. Und es war natürlich auch schwierig, denn ich meine, heute kriegst du da gleich, weiß ich was, für Gehälter. Und das waren $250 und da musstest du dir eine Bude suchen, die war mit Kakerlaken. Es war alles nicht so komisch, aber ich war in Amerika, ich fand das natürlich himmlisch. Und da habe ich mich ganz langsam hochgearbeitet. Nicht? Denn das ist ja auch wieder typisch deutsch, oder nicht typisch deutsch, ist so, wenn du kein abgeschlossenes Hochschulstudium hast, dann ist deine Welt verschlossen. Was wollten Sie studieren? Weiß ich nicht. Also ich hatte dann, ich habe immer nur gesagt, ab 14 Jahre, ich werde manipuliert, was ich will. Ich hätte wahrscheinlich gewechselt zu Kunstgeschichte oder Presse, aber das weiß ich nicht. Jedenfalls, auf jeden Fall wollte ich studieren. Habe dann also, was eben ging, mich eingetragen für Philosophie. Das war also Deutsch und Philosophie. Mhm. Ich meine, die 2 Monate, die ich studiert habe, da kannst du ja keinen Hund hinterm Ofen vorlocken.